Das Wetter hat mich dazu gebracht, heute einmal über die kältesten Hotels der Welt zu berichten. Es ist zwar mal wieder typisch, dass man bei diesem Sommer stöhnt, oh Gott, ist es heiß, und letztes Jahr haben wir alle rumgenörgelt, das ist ja gar kein richtiger Sommer. Aber trotzdem sehne ich mich ständig nach Erfrischung und Abkühlung, daher heute ein Thema für kalte Gedanken. Ein ganz besonderes Hotel ist das Hotel de Glace in Kanada. Ein atemberaubendes und doch kurzlebiges Kunstwerk aus Eis und Schnee. Das Hotel de Glace liegt nur 4 Kilometer vom Nordende der Stadt Quebec entfernt und ist eine Sehenswürdigkeit, die seit ihrer Eröffnung im Jahr 2001 über 1 Million Menschen auf der ganzen Welt verführt hat. Dort wohnen kann man nur von Januar bis März, wenn die Temperaturen auf minus 25 Grad sinken. Rund 12.000 Tonnen Schnee und 400 Tonnen Eis benötigen die Bauarbeiter, um das Eishotel jedes Jahr wieder neu aufzubauen. Jeden Winter wird dieses einzigartige Hotel komplett neu gestaltet und umgebaut und bietet ein unvergessliches Erlebnis im einzigen Hotel dieser Art in Nordamerika. Das Hotel de Glace wird Besucher mit seinem einzigartigen Stil und seiner faszinierenden Einrichtung verzaubern. Man kann einen Cocktail in einem Glas aus Eis genießen oder in einem der 45 Themenzimmer und Suiten übernachten und in den Außenwhirlpools und der Sauna entspannen, wem es dann doch einmal zu kalt hier ist. Wer hier übernachten will, darf allerdings nicht zimperlich sein, denn die Temperaturen in den Zimmern liegen zwischen minus 3 und minus 5 Grad. Jetzt zieht es mich weiter in die offizielle Heimatstadt vom Weihnachtsmann. Wusstet ihr, wo der wohnt? Ich nicht. In Rovaniemi wohnt nicht nur der Weihnachtsmann, sondern es ist auch die Provinzstadt von Lappland. In der Nähe des Polarkreises ist das Arctic Snow Hotel mit seinen dazugehörigen Glasiglus. Auch hier ist es wieder erstaunlich, wie der Mensch im Einklang mit der Natur so etwas Schönes erschaffen kann. Das spektakuläre Gebäude des Snow Hotels wird auch jedes Jahr unterschiedlich gestaltet. Die Wände und Möbeloberflächen der einzigartigen Räume sind mit Eiskunstwerken und illuminierten Kunstwerken dekoriert. Mit einer Raumtemperatur von um die 0 Grad muss man auch hier die Kälte wirklich mögen. Nicht so kalt sind die Iglus. Hier fühlt man sich zwar so, als würde man im Freien schlafen, aber die Temperaturen sind wie in einem normalen Hotelzimmer. Etwas ganz Besonderes ist der Aurora-Alarmdienst. Als Iglo- oder Hotelgast wird man sanft geweckt, wenn das Nordlicht am Himmel zu sehen ist. Jetzt geht's hoch hinaus. Jedes Jahr entstehen an insgesamt 7 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz Iglo-Dörfer. Ich habe mich heute für das Iglodorf Zermatt entschieden. Im Iglodorf Zermatt am Kornergrat genießt man freie Sicht auf das gezuckerte Matterhorn, ob als Übernachtungsgast vom Whirlpool aus oder bei einem leckeren Drink an der Iglodorf Bar. Das ist wilde Bergromantik pur, umrahmt vom prächtigsten Panorama der Alpen. Das Iglo Hotel Zermatt hat Platz für 32 Übernachtungsgäste und bietet vom Standard Iglo über die Romantik Iglo Suite sogar die Variante Love Nest selber bauen. Das heißt, hier kann man sich zu zweit ein eigenes Liebesnest bauen, Schneeblock auf Schneeblock. Die Winterbar ist für jedermann geöffnet und der Besuch ein Hochgenuss. Sind die Pisten offen, gibt es an der Iglo-Bar feine Drinks und im Iglo-Restaurant leckeres Käsefondue zu kosten. Umgeben von der prächtigen Bergwelt kann man an der Außenbar die Sonne genießen oder sich in der mit Schneekunst verzierten Iglo-Bar verpflegen. Oft kommt auch richtig gute Partystimmung auf. Kalt weiter geht es jetzt in Norwegen. Das Hundafossen Snow Hotel befindet sich im Herzen des Hundafossen Winterparks. Ein Märchen aus Schnee und Eis, direkt neben der Eiskathedrale und der Eisbar. Verschiedene internationale Eiskünstler werden jedes Jahr eingeladen, um Schnee und Eis zu formen. Man wird mit warmen Pelzen, was jetzt nicht so mein Fall wäre, aber es gibt auch Schlafsäcke, versorgt, sodass ihr die Eisskulpturen bei romantischer Beleuchtung bestaunen könnt,
aber natürlich auch gut schlafen werdet. Das südlichste Schneehotel Skandinaviens ist einzigartig und sorgt mit seinen Attraktionen für die ganze Familie für jede Menge Spaß und Unterhaltung. Lasst euch von den beeindruckenden Schneegebäuden faszinieren mit magischen Lichtern und märchenhaften Räumen. Die Eiskathedrale ist vor allem sehr beliebt für Hochzeiten. Etwa 15 Tonnen Eis und etwa 1500 Kubikmeter Schnee werden für den Bau des Schneekomplexes benötigt. Die Durchschnittstemperatur liegt bei minus 5 Grad und ihr schlaft in Bergans Schlafsäcken, die für extreme Wetterbedingungen geeignet sind und bis minus 30 Grad verwendet werden können. Das heißt, kalt wird es einem nachts bestimmt nicht werden. Seit 2005 im Herzen des Fagerasch-Gebirges wird jährlich das renommierteste Hotel Rumäniens, das Eishotel, gebaut. Nach monatelanger Planung wird das Eishotel von erfahrenen Handwerkern gebaut, die man fast schon Künstler nennen kann. Das Hotel ist vollständig verschneit und die Eisblöcke werden von dem größten Gletschersee des Fagerasch-Gebirges, dem Baleasee, gewonnen. Um eine lange Lebensdauer zu haben, verwenden die Handwerker Eisblöcke, die eine Größe von 70 cm erreichen und fast 70 Pfund wiegen. Auch die Arbeitsbedingungen sind hart, denn die Temperaturen liegen oft unter 0 Grad. In weniger als einem Monat gelingt es den Eiskünstlern, ein Zuhause für Winterliebhaber zu schaffen. Das Hotel verfügt über 14 Doppelzimmer und für diejenigen, die mehr Privatsphäre wünschen, gibt es 6 Iglus. Die Betten bestehen aus großen Eisblöcken. Die Einrichtung ist komplett aus Eis und variiert von Jahr zu Jahr. Natürlich gibt es auch ein Restaurant und eine Bar, die selbstverständlich auch mit Eismöbeln ausgestattet sind. Die Gerichte und Getränke werden mit handgefertigten Tellern und Gläsern aus, na was wohl, Eis serviert. So, genug gefroren. Ich freue mich jetzt auf die Sonne und die unerträgliche Hitze und natürlich über ein Like oder Abo.